Liebe ältere Menschen und Senioren in dieser Republik, ihr regt euch meistens tierisch darüber auf, wie sich Jugendliche und Kinder gegenüber euch Alten verhalten. Unsozial, egoistisch, ohne Rücksicht. Das mag sein. Aber warum? Habt ihr euch diese Frage schon einmal gestellt? Ein Großteil dieser neuronalen Einbahnstraßen, bei vielen kann man sogar von Sackgasse reden, deren Kapazität unter dem hübsch gestylten Gruppenzugehörigkeitsfrisurenschädel nicht mal reicht, um das Handeln selbstständig zu reflektieren, suchen sich bei den Älteren Vorbilder. Weil selbstständiges Denken fällt ja, wie gesagt, aus. Und auf was treffen Sie da für Vorbilder? Auf ältere Menschen, die stundenlang an Ampeln stehen, während sie telefonieren, ihren Nachbarn vollquatschen, essen, rauchen, Zeitung lesen oder ähnliches tun und damit den ganzen Verkehr aufhalten oder Fingerzeigen durch die Landschaft fahren mit 20 Stundenkilometer auf einer Bundesstraße, auf der ich nicht überholen kann. Oder Menschen, die so vernünftig sind, dass sie in eine Straßenbahn einsteigen, bevor die 150 Leute aus genau der gleichen Tür auch rausgekommen sind. Ältere Damengruppen, die sich auf Fahrradwegen unterhalten und dann noch beschweren, wenn ein Fahrradfahrer irgendwie eventuell etwas dicht und etwas schnell an ihnen vorbeifährt. Also, liebe Senioren, ältere Menschen oder auch andere Bürger, die sich über dieses Benehmen der Jugendlichen aufregen. Popelt erstmal in eurer eigenen Nase und fragt euch, was für ein Vorbild ihr selber seid. Und dann macht euch vielleicht Gedanken, warum der Nachwuchs im Prinzip die gleichen Arschlochzüge trägt wie ihr. Schönen guten Abend.